zukunftsweisendes Pilotprojekt vorgestellt. Pflegeheime beklagen schon lange den Mangel an Fachkräften und Auszubildenden für den Pflegebereich. Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, haben am Montag Friederike und Wolfgang Schellenberger von Europcare in Landshut vorgestellt. Kern ihres Projekts Care for Care ist es, junge, motivierte Menschen zwischen 18 und 35 aus der EU, zum Beispiel aus Spanien, nach Deutschland zu holen und ihnen hier eine Ausbildung zu ermöglichen. Das haben wir begonnen in der Türkei. Wir haben Auszubildende aus der Türkei gesucht und für die Ausbildung in Deutschland gewinnen können und haben es dann auf den europäischen, südeuropäischen Bereich ausgeweitet und haben jetzt spanische Auszubildende und auch ungarische junge Leute, die die Ausbildung in Deutschland zur Altenpflege machen möchten. Wichtig sei eine persönliche Betreuung der Teilnehmer hier in Deutschland, erklärte Wolfgang Schellenberger. Durch ein Förderprogramm der Bundesregierung sei es zudem möglich, den jungen Menschen auf ihrem Weg zum Altenpfleger in Deutschland unter die Arme zu greifen. Die Teilnehmer des Projekts haben mindestens mittlere Reife und werden durch einen Sprachkurs fit gemacht, bevor sie das Praktikum beginnen. Die Veranstaltung in Landshut wurde organisiert von Friedrich Schmidt, der kürzlich die Bürgerinitiative Pro Altenpflege gegründet hatte. Die Bürgerinitiative Pro Altenpflege ist eine Organisation, die von vielen Pflegekräften gegründet wurde und die sich wirklich mit aller Intensivität darum kümmert, dass die Pflege endlich einen vernünftigen Ruf hat, gut bekannt wird und das, was die Pflege wirklich an erstklassiger Arbeit leistet, auch der Bevölkerung klargemacht wird. Das Projekt Care for Care soll ebenfalls dazu beitragen, das Image der Pflege zu verbessern. In Passau läuft Care for Care bereits erfolgreich. Die Teilnehmer am Landshut-Projekt sollen im August nach Deutschland kommen und dann soll Care for Care auch in weiteren Städten angeboten werden.